SWR 1 Leute Night, der Radiotalk im SWR Fernsehen. Sabbeln, saufen, singen. So kann man ziemlich genau beschreiben, was Ina Müller besonders gut kann. Momentan wieder immer samstags, spät nachts, Inas Nacht in der ARD. Sehr unterhaltsam. Heute ist sie bei uns zu Gast in SWR 1 Leute. Hallo Ina Müller. Hallo. Sabbeln, das ist ein norddeutscher Ausdruck. Ich glaube, hier im Süden ist das gar nicht gebräuchlich. Ich habe es jahrelang nicht gehört. Ich komme auch aus Niedersachsen, also mir ist das geläufig. Was sagt man hier denn eigentlich? Man sagt Schwätzen, aber Schwätzen ist, glaube ich, was anderes. Schwätzen würde ich nicht so... ist nicht Sabbeln. Nee, und auch nicht als so negativ. Also ich finde ja, dass Sabbeln sich immer so ein bisschen anhört wie redet viel, aber viel dummes Zeug. Mhm, und sehr schnell, ne? Ja, und ist Schwätzen auch das? Mhm. Sehr schnell, sehr viel. Nee, Schwätzen ist eigentlich immer. Also qualitativ nicht das Beste, aber quantitativ ganz vorne dabei. So kann man es, glaube ich, sagen. Leute ausfragen ist Ihr Geschäft im Fernsehen. Heute sitzen Sie so auf der anderen Seite. Komisches Gefühl oder wie ist das? Ich versuche ja in so Momenten, wie wir ihn hier jetzt gerade haben, du bist die, ich darf Petra sagen, ne? Mach okay, ich jetzt sag einfach mal. Du. Mal. Na, alles klar. Ich versuche dann immer, so ein Gespräch aufzubauen, wie ich es eigentlich auch in der Sendung mache, dass ich mich nicht nur befragen lasse und antworte, sondern auch vielleicht mal zurückfrage. Und da ja heute Kameras auch hier sind und man das auch sehen kann, ist es vielleicht gar nicht so unspannend, auch mal dich zu sehen und zu hören, wenn ich zurückfrage, was passiert. Genau. Ist das unangenehm? Ach, nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ich bin ja beide Positionen eigentlich gewohnt und du bist ja eigentlich Interviewerin. Genau. Ja. Inas Nacht ist Kult. Siehst du, ich habe nicht weitergemacht. Inas Nacht ist Kult in der ARD, hat den Sprung aus dem dritten Programm in das erste geschafft. Das spielt in so einer winzig kleinen Kneipe in Hamburg. Die gibt's wirklich? Ja, ganz normale, ganz normal betriebene Kneipe, wo jeder rein kann, jeden Tag. Und ich glaube, für die Kneipe, für Frau Müller, die übrigens auch lustigerweise die Inhaberin Frau Müller heißt. Aber nicht verwandt, oder? Überhaupt nicht. Ne? Und sie sagt, es ist halt so eine Mischung aus Fluch und Segen. Also es ist einerseits schön, dass mehr Leute kommen und andererseits kommen viele halt wirklich nur, um mal auf dieser Bank zu sitzen, sich ein Bier zu bestellen, einmal witzig zu singen und Fotos zu machen. Und ich habe jetzt gerade, als wir neue Sendungen aufgenommen haben, gesehen, dass draußen jetzt ein Schild ist, Fotos bitte nur auf Nachfrage, also nach dem Motto, wenn ihr gefragt habt, dürft ihr auch knipsen. Mhm. Ich glaube, sie ist da manchmal ein bisschen genervt. Aber so ist es halt. Aber andererseits ist das Geschäft fürs Leben ich finde auch. In Blüte, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. Also das ist schon gut. Wie viel passen da rein? Es sitzen immer in einer Eckbank, also wir haben ja zwei so Eckbänke, jeweils 7 Personen sind im Ganzen 14. Mhm. Und das kommt sind ein bisschen auf Größe und Gewicht an, manchmal sind es auch nur 12. Und das sind die du vorfährst, immer mit dem Bus, oder? Genau, die werden vorgefahren, steigen dann aus, setzen sich hin und sind dann dabei. Es dauert ja oft auch länger als eine Stunde, bis wir umgebaut haben, bis ein Bands da und so weiter, müssen wir manchmal schneiden. Das heißt, die haben schon ganz gut Sitzfleisch, wenn die da sind. Und die Shanties sind natürlich nicht zu vergessen. Die das ist der ja, Chor, der draußen steht, genau, natürlich nicht reinpasst. Die stehen ja vor dem Fenster, ne? Und die stehen auch seit Nachmittags da. Seit Nachmittags? Ja, und da wundere ich mich am meisten, weil die sind wirklich, weil die wahrscheinlich immer an der frischen Luft stehen. Das sind alles ältere Männer, ne? Ja. Halten die das durch? Nee, ich frage das auch mal. Ich bin immer ganz gemein und frage immer, ob sie eigentlich Thrombosestrümpfe anhaben und ob sie dann ihre blutverdünnenden Arzneimittel auch genommen haben. Kriegen die auch was zu trinken da draußen eigentlich? Ja, die kriegen ganz viel. Ganz viel. Oh Gott, aber zu viel ist auch nichts. Ja, ne? Ist nichts, aber schadet nicht. Ich habe auch gedacht, zu viel ist auch nicht gut. Ja. Doch, schadet nichts. Die sind das einfach gewohnt. Wie machst denn du das in der Sendung? Ich sehe dich da immer Bier trinken. Mal so, mal so. Ist das wirklich Bier oder ist das auch alkoholfreies? Ja, es ist manchmal alkoholfreies. Aber das sagst du nicht, ne? Liefers war da und der wollte mich reinlegen, weil er das irgendwo gelesen hatte, ja, dass ich ja, gesagt habe, ja. Tauschte die Biere. Es war aber ein Bierabend. Ach so, aha. Und also sagst manchmal, du denn mal vorher, heute mit oder morgen ohne? Nee, oder? Das mache ich mit Frau Müller in dem Moment, wenn wir loslegen, weil ich meistens weiß, wenn du am Anfang alkoholfreies Bier trinkst, es wird sowieso gleich nach einer halben Stunde Whisky oder irgendein Getränk wieder, über das man spricht. Ja, wir saufen schon ganz gut da. Und ich mache dann in der Woche 4 Sendungen. Also heute fragte irgendwo jemand, wie viele Sendungen machst denn du am Tag 2? Wie soll man denn da 2 Sendungen machen? Das kann man nicht schon allein vom Sendung Alkohol macht. Nicht überstehen. Und das ist, ne? Fängt abends um 8, halb 9 an, diese Sendung. Und ich bin dann fertig. Ich bin dann auch angetrunken danach. Um Gottes Willen. Also das muss man einfach sagen. Und dann die Vorstellung, sich nochmal wieder anzumalen, zu sagen, so die nächste Sendung, das ginge gar nicht. In Inas Nacht, mit wem kannst du denn besonders gut? Oder wer ist dir so in Erinnerung, dass das ganz, ganz toll war? Also, ich weiß wirklich, dass Bjarne Mädel eine große Überraschung war, weil wir extrem grooften an dem Abend. Manchmal freut man sich ganz doll auf einen Gast und dann wird es ganz schön, aber nicht so explodierend, wie ich eigentlich dann gehofft hatte. Und die schönere Überraschung ist, wenn jemand kommt, wo man denkt, och,
Und dann wird es aber ganz toll. Ich hatte jetzt einen Abend mit Ray Garvey und Tobias Moretti. Die beiden waren da. Und ich dachte, na, mal gucken. Und sperriger Schauspieler mit Musiker, mal gucken. Und es war eigentlich mit die schönste Nacht, die ich je hatte. Also in der Tat. In der Bank da, ne? Meine ja, also nicht danach, sondern da während der Sendung, ja. Ja, ja. Also okay. Für Publikum. Ja. Und das war Warum? Nicht absehbar vor. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist manchmal, funktioniert es direkt von Anfang an und Ray war ganz toll und hat so super mitgemacht und Moretti knallte irgendwann so auf und ging auf. Und es war ganz toll und ich habe mich selber, ich weiß gar nicht, gelobt danach. Das mache ich sonst nie. Wo ich sagte, ist das super. Ja, und Bjarne Mädel ist ja Schauspieler, Mord mit Aussicht, Tatortreiniger, das sind die Serien. Ist ja eigentlich so ein unscheinbarer Typ. Ne? Oder? Ja, seine Rolle ist unscheinbarer Typ. Und wie ist er wirklich? Toll. Extrem sympathisch, sehr lustig, eigen und eigentlich zum Verlieben, aber so ist es halt manchmal. Auch nicht. Kann sich ja nicht in jeden, der kommt und den man gut findet, verlieben. Ach so, also er ist schon für die Damenwelt zu haben, oder? Ich weiß das, aber ich würde das jetzt nicht sagen, weil er über sein Privatleben eigentlich nie spricht. Sehr diskret. Das heißt, also du findest auch immer den Punkt, wo es indiskret wird, was man dann nicht mehr machen darf, obwohl du manchmal sehr frech fragst, ne? Ja, wenn mir Menschen so gar nicht nahe stehen, dann ist es mir auch ein bisschen egal, wenn ich ehrlich bin und ich sie gar nicht kenne, dann frage ich auch, hast du eine Freundin? Und dann antworten sie oder sie antworten nicht. Und bei Bjarne weiß ich, wie es ist, weil wir auch persönlich immer noch seit der Sendung relativ viel in Kontakt sind. Ich möchte fast sagen, wir sind befreundet. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt hier auf gar keinen Fall darüber sprechen. Muss ja nicht sein. Jan-Josef Liefers, auch sehr sympathischer Typ. Auch toll. Ich finde ja, Jan-Josef Liefers und Anna Loos sind das tollste Ehepaar. Also wo beide in der Öffentlichkeit stattfinden, was wir haben in Deutschland. Ich finde die so toll. Ich bin ein riesen Anna-Fan. Ich finde die ganz, ganz toll. Wegen ihrer schauspielerischen Leistung oder weil sie so sind, wie sie sind? Eigentlich, weil sie so sind, wie sie sind. Und weil Anna auch die... Ich nehme sie als Sängerin ernst. Ich nehme sie als sehr gute Schauspielerin. Diese Helen Dorn, was sie jetzt gerne macht. Ich finde das so großartig. Diese Sendung finde ich ganz, ganz toll. Und bei Jan-Josef ist eh ein toller Typ. Mhm. Und dass die dann aber auch noch verheiratet sind, das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere ganz Brangelinas. Ist, ne? Von, wird, glaube ich, ab und zu sogar geschrieben. Mhm. Von Deutsch. Ich habe in YouTube so rumgeguckt, dann habe ich was gesehen mit Westernhagen. Dachte ich mir, dieser trockene Typ. Und den hast du auch geknackt, ne? Findest du? Ein bisschen, ja. Also es war sehr schwer, weil ich merkte, er wollte und er kann nicht, ich hatte das Gefühl, er kann nicht so richtig aus seiner Haut. Ich merkte, ich konnte auch nicht so richtig, ich habe mich auch nicht richtig getraut. Ich mochte den gerne, so in den 80ern. Ja. Das war die Musik, die lag mir sehr. Ich glaube, es hört er sehr oft, dass Leute sagen, in den 80ern. Es war besser, oder? Wir sind mit der Musik ja aufgewachsen. Ja. Ich habe mit 13 zum ersten Mal Pfefferminz und das erste Mal hieß ja die erste Platte, war glaube ich sogar mit meine erste LP, die ich damals hatte. Deine Mutter sagte, Klaus, zieh dir bloß die Schuhe aus. Es waren so tolle Lieder. Und dann war der da und da hatte der aber auch schon ein bisschen diese zurückgezogene, ich finde ein bisschen affektierte Designeranzugphase hinter sich. Und ich dachte, das kann jetzt ganz gut werden, weil ich mich auch freute, dass er überhaupt Interesse hatte zu kommen. Man ich hätte hatte auch das sagen Gefühl, können, ich der will nicht singen. Wollte er auch nicht. Habe ich mir gedacht. Nee, wollte er auch nicht. Ja. Und das hat mich halt gewundert, weil mir kamen ein bisschen die Tränen. Und das hat er, glaube ich, auch gemerkt. Denn er hat eine neue CD gehabt, deswegen war er dann auch da. Und ich hatte mich gefreut, dass er singt. Und ich würde gerne mitsingen. Und er wollte aber nicht singen. Und ich sollte doch sein Lied singen. Und dann komme ich mir so doof vor, weil als Publikum denkst du natürlich, wieso singt die Alte jetzt auch aber noch Aber er hat ja mitgesungen. Das war ja nicht allein. Er hat allein, nicht mitgesungen. Ne? Nicht? Ich hatte ich habe das Lied alleine gesungen und... Er hat nicht mitgesungen, er stand nur so daneben. Blöd. Hat, ich glaube, so manchmal gemeint. Ich stehe halt so doof da. Man hat als Zuschauer den als Eindruck, Zuschauer nicht so gemerkt, jetzt singt die Alte noch sein Lied und lässt ihn schon nicht ausreden und jetzt will sie auch noch sein Lied singen. Und da komme ich mir so doof vor. Den Eindruck hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er so den Refrain mitsingt und dir quasi die Bühne lassen wollte, so der Charmante. So, er sagte dann zwischendurch noch so, sei doch nicht so ängstlich, wo ich dachte, doch, ich bin ehrlich gesagt echt ein bisschen ängstlich, weil ich das Gefühl habe, wenn hier irgendwas schief läuft, dann bist du weg. Und dann sitze ich hier allein auf meiner Bierbank. Also das war... Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich fand ihn überhaupt nicht, also ich fand ihn einfach nicht greifbar für mich. Das ist aber noch nicht mal eine Aussage, ob er nett oder nicht nett ist. Es gerufte nicht für eine Kneipe, wo eigentlich eher ein bisschen Bräsigkeit herrschen muss, so ein bisschen saufige Bräsigkeit und das ging dann nicht. Muss jeder singen bei dir, Ina? Eigentlich ja, aber es gab jetzt Leute, die waren so toll, dass die Lust hatten, überhaupt zu kommen. Da habe ich gesagt, gut, du musst nicht singen, zum Beispiel Til Schweiger. Und wenn der sagt, ich würde gerne kommen, aber ich singe nicht, dann sagen wir alle, okay, du musst nicht singen.
Und er kam. Oder Delling war da, der hatte halt auch nicht gesungen. Und so. Und Delling habe ich gehört, ich habe das nicht gesehen, aber das muss auch tierisch gewesen sein. Es war ganz toll, aber wenn man jemanden wie Delling haben kann, und manchmal muss man auch sagen, wenn es dann auch gar keinen Sinn macht, dass sie singen, weil es wirklich Katzengejaule ist, dann finde ich es ja ordentlicher zu sagen, lass uns ein bisschen mit dem Ball irgendwas spielen, in Dellings Fall zum Beispiel, als wenn wir jetzt anfangen, da richtig schlecht zu singen. Und manchmal bieten aber auch speziell Schauspielerinnen gerne mal so ein Lied an, da denkt man, holla, waren sie aber jetzt mutig. Und die fanden das dann so ganz okay, wo ich schon sagen würde, hui. Ja, also ich habe Christine Westermann, das habe ich auch gefunden, als ich da YouTube gestöbert habe. Das fand ich auch, naja, aber sie, aber das ja, weiß man ja, sie kokettiert ja auch. Nein, damit. Die sagt ja, ich kann nicht singen und fertig. Wir machen ja auch mit den Kunden, die da sind. Oh Gott, jetzt Kunden? Das, ne, wer ist dein Kunde? Immer so Kunden sind die Gäste, meine ich, die da sind. Also nicht die an manchmal den Tischen? Sagen wir Kunden zu meinen zwei Gästen, die da sind. Wie es mir jetzt gerade so rausgerutscht ist. Das finde ich toll, interessant. Ehrlich? Ja. Soll aber gar nicht so fies gemeint sein. Und manchmal, ich wollte aber gerade irgendwas sagen zum Singen. Florian David Fitz zum Beispiel, den habe ich gesehen. Der kann echt singen. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Entdeckung. Wenn man sie dann gar nicht triezt und gar nicht singen lässt, dann kriegt man sowas nicht mit. Und wir haben ein wunderschönes Lied gesungen. Der singt und toll. Und der singt richtig gut. Ich glaube, dass der bestimmt auch nochmal irgendwas macht mit Musik. Weil der singt auch gerne. Wie ist der denn so? Ich ganz immer, toll. Echt? Ja, ganz toll. Ich habe gehört, dass er so ein bisschen, bisschen Allüren hat. Ehrlich? Ja. Bei mir überhaupt nicht. Nee, hast du ihn geknackt wieder? Also wirklich nicht. Und er war wirklich so wahnsinnig pflegeleicht und alles. Und ich meine, wir haben über Pferdepimmel gesprochen. Wir haben ein Pferd reingeholt für ihn und so weiter. Das war unglaublich. Es war wirklich unglaublich und es war wirklich nett. Und ich habe das nicht feststellen können, aber ich habe diese eine Sendung mit ihm gemacht. Ja. Ich werde nur immer wieder gefragt, hast du dich nicht sofort in den total verliebt? Und dann finde ich es immer ganz lustig, dass ich feststelle, wenn Männer dann zu perfekt und zu schön und so unerreichbar sind, dass mein Gehirn und mein Herz überhaupt nicht sich umstellen. Na gut, unerreichbar nicht unbedingt. Nicht, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, ein kleiner Makel macht attraktiv. Es steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ja, also mein Gehirn und mein Herz würden überhaupt nicht auf Antenne gehen und sagen, sondern weil das einfach zu... Wird das eigentlich vorher geübt, was ihr da so singt? Das Singen ja, so wie mit Florian, da schicken wir Aufnahmen hin und her, also per Mail, nehmen wir die Version, ja, ja, genau, wir hatten eine von Amy Winehouse genommen und dann wissen wir die Tonart und manchmal schreibt dann der Gast irgendwie, ja, können wir das einen halben Ton höher machen oder er kommt und wir proben es dann kurz, weil wenn es dann nicht geprobt ist, ist es einfach nicht schön. Wenn ich weggucke, Ina Müller, und das spielen wir jetzt. Ja, das ist toll. Wenn ich weggucke, Ina Müller. Tolle, rauchig, soulige Stimme. Ich finde, das geht so ab. Das geht so richtig in. Aber will man das nicht auch mal im Radio hören? Ja, wir haben es jetzt gerade gespielt. Was willst du denn? Ist aber ich meine jetzt so, weil ich muss mich immer so rechtfertigen, weil ich immer das Gefühl habe, es hängt doch noch so halb in der Kleinkunst oder im Kabarett irgendwie. Und dabei ist es doch einfach schöne Popmusik, die man auch mal laut aufdrehen möchte und mit dem Auto fahren und dabei mit dem Kopf ein bisschen nicken. Und das ist jetzt also die Geschichte eines Mannes, der anders ist, wenn du nicht dabei bist, oder wie? Ja, der sich verändert. Also wenn du Geschichten hörst, wie komischerweise, was ist er denn jetzt? Ist er so, wie er ist, wenn er bei mir ist? Oder ist er so, wie er, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs ist? Was ist echt, ne? Ja.
Das frage ich mich ja bei mir selber manchmal auch. Bin ich die Ina nach dem Laufen, die entspannt ist und sagt, oh toll, jetzt geht's mir aber gut? Oder die aggressive, bevor sie gelaufen ist und schlechte Laune oder hat? Die oder die aus der Fernsehsendung? Oder ist sie aus der Fernsehsendung? Oder aha, die depressive, die heulend im Bett liegt? Man weiß es ja nicht. Machst du das? Depressiv alles. Im Bett liegen, heulen? Ja, ich mache alles, natürlich. Warum? Was? Oh, das macht doch jeder. Jeder heult doch mal. Ja, aber nicht so depressiv und ins Bett und Tür zu. Machst du das? Ja, aber das finde ich ganz schön, eigentlich. Ja. Also ich würde mich über mich selber wundern, wenn ich das gar nicht hätte. Ich kann ja nicht morgens aufspringen und sagen, aufgewacht, die Sonne lacht und dann laut schreien, durch die Wohnung laufen und alle nerven mit einer zu guten Laune. Ich bin eigentlich eher ruhig. Hubertus Meyer-Burckhardt sagte neulich den schönen Satz, er hat ein nahezu erotisches Verhältnis zum Alleinsein. Und das habe ich auch. Du wohnst auch allein. Ich wohne allein und ich habe dann meine Beziehung und wir sehen uns auch oft und es ist auch alles toll. Aber ich wohne gern allein. Aber die Songs habt ihr zusammengeschrieben mit deinem Freund zusammen dann? An meinem oder wie soll ich das sagen? Freund? Ist ja, man richtig? Sagt ja Freund. Freund? Ja. Ja. Okay, also tatsächlich am Küchentisch? Ja. Und wie klappt das mit der Zusammenarbeit? Ganz toll. Das ist doch manchmal schwierig. Also wenn man, gut, ihr lebt nicht zusammen, ist nicht alles zusammen. Also man muss irgendwo vielleicht einen Abstand haben dann, ne? Ich weiß nicht, ich habe es ja so auch noch nicht erlebt. Ich war ja noch nie mit einem Musiker in dem Sinne zusammen, mit dem ich auch Musik geschrieben habe. Und wir setzen uns dahin, es gibt den Text. Ich singe etwas an, wo ich sage, ich hätte es gerne in diese Richtung oder in die Richtung. Dann kommen Akkorde und er ist sehr musikalisch und kann Klavier spielen. Ich habe einen Apparat gekauft, der so Dinge da drin hat, ich kann das immer gar nicht sagen. Aber ich habe den gekauft und dahin. Aber du kannst auch was spielen, oder? Ich kann auch so ein bisschen was spielen, aber auch nur anskizzieren und dann entsteht was. Und das Schöne ist, wenn du so direkt dabei bist und selber die Melodien machst, kannst du sofort stoppen und sagen, nee, in die Richtung will ich nicht, das ist mir zu schmalzig oder das ist mir zu unmodern. Und das ist so und das ist so. Und man kann das so schön lenken, die ganze Zeit kannst du lenken. Im Refrain soll die Hose aufgehen. So, dann wird ein Refrain gemacht, wo die Hose aufgeht. Und das macht Spaß. Sagt er denn auch mal, Mensch, das ist mir jetzt zu viel oder das ist mir zu privat, du erzählst ja hier meine Geschichte oder so. Nee, dafür erzähle ich jetzt ja auch nie, wie es im Bett läuft. Also das würde ich ja nie. Würde ich auch nicht fragen. Also. Siehst du? Und ich glaube, dann, dann wird es eng. Ja. Aber davon zu erzählen, wie wir am Küchentisch sitzen, Bier trinken und Musik schreiben, das finde ich relativ harmlos. Und ich glaube, wir sind beide ja uns auch einig, dass wir gerne alleine wohnen. Ich tue ja immer so, als ob ich nicht will, dass er bei mir einzieht. Aber er wohnt auch gerne alleine. Bist du aufgeregt vor so einem Konzert? Nee. Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt eine sehr tolle, lange Frühjahrstour gemacht und da ist man so die ersten 10 Auftritte, bin ich sehr aufgeregt, weil es doch fast mehr ein Theaterstück ist, weil ich viel erzähle zwischendurch und weil bestimmte Sachen auch klappen müssen. Aber jetzt ist ja die Wellness-Tour, nennen wir die. Nur noch Städte, die wir geil finden, wo ich früher oder jetzt gerne nochmal spielen will und wo ich schon war, wo ich weiß, das Publikum ist super und das Programm steht. Mhm. Also das ist wirklich Spaß. Wie viele Leute sind da so im Publikum? Weiß ich 1000? Gar, nee, 3. 3000? 2 bis 3, ja. Mhm. Also da dann in Hamburg sind es aber 11.000. Ja klar, Heimspiel, ne? Ja, genau. Ja, und dazwischen sind wir in Essen und da sind es dann 5.000. Also es variiert total, aber es ist egal, ob du vor 1.000 oder vor 10.000 spielst. Die Aufregung ist eigentlich gleich. Also wenn du vor 10.000 versagst, fühlt es sich nicht schlimmer oder besser an, als wenn du vor 1.000 versagst. Aber du versagst doch nicht, oder? Nö, mach ich nicht. Nee, ist noch nie was passiert. Aber die Versagensangst ist immer so ein bisschen im Nacken. Aber die muss man, glaube ich, auch haben, sonst ist man unkonzentriert und schlapp. Wie seid ihr da unterwegs? Habt ihr so Nightliner, so Busse, ja, in denen ihr schlappt? So. Ja? Ich war jetzt viele Jahre, 12 Jahre als Kabarettduo Queen Bee mit Edda Schnittger zusammen unterwegs und da haben wir uns wirklich durchgeschlagen. Also mit S-Bahnen und CD-Kartons unterm Arm und die Hotels hießen zum goldenen Hahn. Also alle Hotels mit Tiernamen wussten wir schon, bis 18 Uhr muss der Schlüssel abgeholt werden. Und es war kalt und einsam und es war wirklich schlimm. Und jetzt hält halt ein Tourbus vor meiner Tür. Und dann kommt der Busfahrer, da auf dem Bus steht Rock'n'Roll. Das finde ich ja schon ganz ganz toll. Und dann nimmt er meine Sachen und dann steige ich in meiner Straße in diesem Bus, dann ist da eine Bank, alle sind da, wir reden, jemand sagt, willst du einen Kaffee? Ja, will ich. Also es ist so, und ich schätze schlaft ihr das auch so, dann? Wir können da schlafen, wenn wir wollen, aber weil ich ja Mutti bin, sage ich immer, man kann nur ein guter Musiker und ein gutes Bandmitglied sein, wenn man in einem Hotel schläft und sich noch ein Bier aus der Minibar holt und ein bisschen Schokolade aus der Minibar und in einem dicken, warmen Bettchen schläft. Und deswegen sage ich immer, die Band wird echt gepampert. Also das kann ich hier, glaube ich, sagen, wir haben Bio-Koch mit auf Tour.
Also es ist wirklich ganz schön. Es ist eine Wellness-Tour. Also wenn ihr jetzt Freitag in Freiburg euer Konzert hattet, dann steigt ihr alle in den Bus und dann? Wo fahrt ihr dann? Das habe ich nicht. Wir haben einen Plan. Also da steht dann drin. Fulda, glaube ich. Fahren noch bis Fulda wahrscheinlich. Ja. Da gehen wir in ein Hotel und fahren am nächsten Tag dann weiter nach Hamburg. Kommt immer drauf an. Also das heißt, ihr fahrt in der Nacht zum nächsten Ort, geht dann in irgendein Hotel, wo ihr hoffentlich noch den Schlüssel kriegt und schlaft. Die Hotels sind ja jetzt schön. Jetzt haben die fast keine Tiernamen mehr. Ach so. Nee, das heißt jetzt immer so Ketten sind das jetzt immer. Da weiß man schon. Ich bin ja gerne in Hotelketten, damit ich weiß, was mich erwartet. Keine Überraschung. Jedes Zimmer gleich. Immer wäre mir am liebsten. Ja. Ja. Wie ist denn das hier so im Süden aufzutreten für dich als Norddeutsche? Ganz toll. Also es ist natürlich, wenn man selber viel in Hamburg und Umgebung unterwegs ist, dann wird man, glaube ich, noch mal ein bisschen strenger beäugt. Und wenn wir dann mal in Süddeutschland sind, dann freuen die sich einfach so bedingungslos. Also das muss ich einfach so sagen. Und ich glaube, im Norden sind die dann hier und da schon mal ein bisschen... Also ich stand gestern in Hamburg beim Bäcker und dann saßen hinter mir so 4, 5 Opasen und dann stehe ich da und bestelle mir einen Kaffee und dann sagen die, ja, das ist hier doch hier mit den Shandy-Jungs, das sie jetzt meint, das ist eine richtige Sendung, nur weil da ein paar Shandys mal das singen. Und man steht so da und das ist dann auch so. Also so ist dann Hamburg auch. Die soll bloß Spröde. Nicht denken, soll bloß Spröde, nicht denken dass sie irgendwie hier was Besseres ist und guckt halt ihren Kaffee auch. Also so. Und im Süden ist das noch nicht so. Aber die singen sie auch platt in den Konzerten? Ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm, das hören die gerne. Also ich war ja auch in Österreich und in der Schweiz und da habe ich auch platt gesungen. Und das ist toll. Ich habe einen kleinen Zugang dazu, aber ich könnte es nicht sprechen. Ich verstehe ein paar Sachen, vielleicht mehr als die hier, aber richtig verstehen und sprechen schon dreimal nicht. Für dich ist Plattdeutsch wahrscheinlich so wie für mich das Friesische. Das wäre dann wirklich das Platt, was man auf Sylt spricht und das versteht wirklich keiner. Das ist eigentlich schon wieder Dänisch und Ostfriesisch. Ist auch für mich relativ schwer, obwohl ich wirklich Native Speaker Plattdeutsch bin, ist Ostfriesisch nochmal ganz anders. Also die Unterschiede sind groß und Zitronenbaum, weiß man was Zitronenbaum, also Lemon Tree, versteht, glaube ich, jeder, versteht man. Ja, ja. Aber der Text ist irgendwie sehr lazy und sehr faul. Also das ist ganz lustig. Ich und mein Zitronenbaum. Ja, also auch schön. Ne? Habt ihr in eurer Familie Plattdeutsch gesprochen oder sprecht ihr das nur, immer noch? Heute noch immer. Das ganze Dorf spricht Plattdeutsch. Alle Tanten, alle Cousins, alle Cousinen sprechen alle platt. Es war auch sehr lustig, ich war jetzt gerade am letzten Wochenende nochmal da und war bei den Nachbarn drüben und da waren die ersten Enkelkinder, die auch aus der Stadt kamen und hoch sprechen dann da und das heißt, wir Nachbarskinder unterhielten uns immer so auf platt. Wenn wir die Stadtkinder dann angucken, Hochdeutsch, wieder zurück, direkt wieder Plattdeutsch. Es ist irgendwie so ein pavlovsches Ding in uns drin, dass Menschen, mit denen man noch nie platt gesprochen hat, mit denen spricht man auch nicht platt. Nur mit denen, die man kennt. Und mit unserem Hund haben wir immer Hochdeutsch gesprochen. Mit dem Hund Hochdeutsch? Ja, warum unserem Hofhund, weil wenn man dachte, der kann kein Platt. Das war so bescheuert. Ja. Also immer hoch, habe ich mich auch mal gefragt, wie kommt das? Ist es so, dass da, wenn man miteinander platt spricht, ist man auf einer Ebene? Wenn einer Hochdeutsch ist, ist es eine andere Ebene, eine andere Gesprächssituation auch. Ich glaube, platt ist sowas Intimes irgendwie. Und wenn da einer aus der Stadt kommt, dann ist einem das, glaube ich, ein bisschen peinlich. Ich kann das gar nicht so sagen. Und die verstehen es ja auch nicht. Mhm. Also wenn dann die Freunde mit dabei sind von uns 5 Mädels, die verstehen halt kein Platt. Und dann schwenkt man mit dem Kopf immer hin und her und erklärt nochmal kurz. Und was wir nicht schaffen, wir wollen eigentlich immer Hochdeutsch alle dann reden und wir schaffen es aber nicht. Zumal meine Mutter sehr platt ist und gar nicht richtig gut Hochdeutsch spricht. Die sackt im Satz eigentlich immer ins Plattdeutsche wieder ab. Mhm. Es hat auch eine Verbindung zum Englischen. Ne? Wenn man es liest, sieht man englische Sachen. Worte, auch, ne? Es ist eigentlich so englisch-holländisch. Viel Holländisches auch dabei und so. Mhm. Also wenn ich sage, es ist 3 Uhr, heißt es auf Platt, die Glock ist 3 und Glock ist dann Englisch und 3 ist dann wieder holländisch. Es ist eine eigenartige Sprache, aber schön. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Unterhalten wir uns mal noch ein bisschen über das Leben auf dem Land. Da entstehen bei mir im Kopf Bilder, ich nehme mal an, so morgens aufstehen, melken, immer mithelfen, keine Ferien haben, Gummistiefel. So, Dreck, genau, Morast. Ja, das sehe, habe ich so von meinem geistigen Auge. Wie ist es wirklich? Genau so ist es eigentlich. Also bei einem langen Spaziergang, den ich dann an dem Wochenende, als ich zu Hause war, bei meiner Mama jetzt vor einer Woche gemacht habe, habe ich auch gesagt, lustigerweise, man sagt immer, es schadet ja nichts und war doch alles nicht so schlimm. Und ich habe das alles aber nie richtig gerne gemacht. Ich habe zwar gemolken, aber ich bin jetzt nicht mit Freude dahin und habe morgens und abends gemolken. Das war Arbeit und Steine aufsammeln auf dem Feld und Mais häckseln und diese Heu runterschmeißen, diese ganzen Erntesachen, Weiden dicht machen, dieses mit um 2 Uhr nachmittags mit dem Bus aus der kleinen Kreisstadt zu kommen, sofort aussteigen, dann sagt schon der Erste, zieh dich um, wir müssen aufs Feld. Also es war eigentlich nur Arbeit und ich habe nichts richtig gerne gemacht und das darf man auch mal sagen. Ich will nicht sagen, es hat geschadet oder nicht, aber es war auch nicht geil. Ging das deinen Schwestern genauso? Ja, es ging uns allen so.
muss man eigentlich so sagen. Es war Kinderarbeit, die auch okay war, aber es war jetzt nicht, es war kein Hobby. Mhm. Hobby wäre gewesen, nach der Schule mal zu den Freundinnen und zu spielen und so. Und das hatten wir aber halt nicht. Waren deine Eltern enttäuscht deswegen, weil ihr das so gar nicht gerne mochtet? Ach, die hatten, ja, und das war auch nicht deren Hobby. Für die war es auch Arbeit. Mhm. Also es war einfach Arbeit für alle und fertig, muss man leider ein bisschen so sagen. Was ich auch finde, man denkt ja immer, ach, dann ist man so, auf dem Land wird gekocht und dann lernt man backen und kochen und so. Das habe ich halt alles überhaupt nicht gelernt. Ich kann super Feldarbeit und alles. Ich hatte mal die Idee für ein Format fürs Fernsehen zu sagen, wir machen Hoftausch, wir schicken den Bauer und die Bäuerin in Urlaub auf irgendeine AIDA, auf irgendein Schiff und ich übernehme den Hof. Oh. Das könnte ich. Wahnsinn. Aber wer macht das? Macht ja keiner. Ach doch. Also so als kleines Format. Also wenn sich hier einer melden sollte heute, dann leite ich das weiter und dann können wir es gleich mal realisieren. Ich wüsste, hier könnte das, ne? Ich könnte das, ich würde das alles sehen, ich könnte Kälbchen auf die Welt bringen. Ich könnte jetzt keinen Kaiserschnitt, aber ich könnte assistieren und so weiter. Aber wie war denn das so in deiner Teenagerzeit? Was war die nächste größte Stadt? Bederkesa war ein sogenannter Flecken. Bederkesa. Bederkesa. Heute heißt es, glaube ich, Moorheilbad Bederkesa. Und da war unsere Schule und das waren ein paar tausend Einwohner und wir hatten halt nur 800 Einwohner und da fuhr man 20 Minuten mit dem Bus hin. Und Theater oder Kino? Nee, sowas oder? War nicht. Und wo seid ihr da hin? Oder Disco? Sind wir nicht. Disco gab es, aber es war halt unser Dorf-Disco, Rös in Lintich. Lintich hieß der Ort und der hatte immer ein Plakat draußen, da spielte immer eine Liveband und da stand immer auf dem Plakat Gasthof Rös ladet ein. Das weiß ich noch, war mir damals schon klar, hier wird platt gesprochen, weil das ist grammatikalisch nicht ganz richtig. Und Hamburg, ist das so euer Einzugsgebiet gewesen? Überhaupt oder viel nicht. Zu weit weg? Ach, Hamburg, es war damals immer so, dass die Halbcoolen, die zogen nach Bremen, da warst du so halbcool und die echt coolen, die zogen nach Hamburg. Und ich habe lange in Bremen gewohnt und bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen. Und ich glaube, du hast auf Sylt in der Apotheke gearbeitet und dann mit 28 hast du gesagt, nö, nicht mehr. Da so einen Bruch zu machen, das finde ich krass. Ja, fand ich auch ein bisschen. Zumal meine Lebenssituation war sehr komfortabel auf Sylt. Also ich hatte vorher schon lange Jahre in Bremen in der Apotheke gearbeitet, dann nach Sylt gegangen. Und ich war mit einem Mediziner zusammen. Wir wohnten in einem Reihenhaus auf Sylt und er arbeitete in der Klinik und ich in der Apotheke. Toll, das war eigentlich perfekt. Man hätte jetzt schwanger werden können und heiraten. Und? Oder umgekehrt heiraten. Und was dann ist dann passiert oder was ist schiefgegangen? Dann fing ich aber an, meinem Hobby weiter nachzugehen auf der Insel und zu fragen, macht hier jemand Musik? Ja, der Schnittgarten macht Musik, frag doch mal. Und dann fingen wir an und dann wurde es immer mehr. Und irgendwann kamen die ersten Auftritte auf dem Festland, sagt man immer, wenn man auf Sylt lebt, ist alles andere immer Festland. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, weil man kam von Sylt nicht runter und nicht wieder rauf, wenn es später war oder wenn du zu früh weg musstest. Bin nach Hamburg gezogen, das war sowohl Ende der Beziehung als auch Kollaps für meine Eltern, die das natürlich ganz, ganz schlimm fanden, schlimmer als drogensüchtig. Jetzt geht sie auf die Bühne, dieser Arzt, dieses Reihenhaus, diese Insel, oh mein Gott. Und dann noch gekündigt. Wo soll das hingehen? Bald wird sie sterben an Drogen oder irgendwas. Dann war ein bisschen Funkstille, weil das kam nicht so gut. Ich war ja auch schon 30. Ja, ich war 30 da, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Und habe aber auch von meinem Chef mir damals eine Bestätigung geben lassen, wenn es nicht läuft, darf ich wiederkommen. Das wäre mir sehr wichtig gewesen. Also den Zettel gibt es noch, oder? Den gibt es noch. Aha. Und mein Apothekenchef hat damals auch die erste Queen Bee CD bezahlen wollen. Hat er denn nicht gemacht, weil wir hatten dann so Sponsoren, aber er hätte das getan. Wie gesagt, und dann war es halt Spätzünder. Und ich bin mit allen Sachen in meinem Leben, mit Küssen, mit Sex, mit Ausziehen, mit Schule, mit neue Karriere anfangen. Es war alles spät. Also ich habe auch das Gefühl, mein Gehirn hat sich auch später entwickelt. Es ist immer noch nicht richtig groß, aber es hat sich überhaupt ein bisschen entwickelt. Das 48 heißt dein Album, 49 bist du. Frauen im Fernsehen, das ist ja schwierig, wenn sie älter werden, oder? Spürst du das? Aber wir sagen gucken doch die? Immer alle, Frauen sagen doch, oh, die finde ich toll, die ist ein bisschen, guck mal die ist schon, die hat so Falten, das sieht so gut aus. Wir finden es doch eigentlich cool, wenn eine Frau aussieht, wie sie aussieht. Und das habe ich für mich jetzt auch einfach so entschieden, dass ich das für mich jetzt auch finde. Ich kann nicht immer andere Frauen toll finden, die zu ihrem Alter stehen, ob sie jetzt dick oder dünn oder faltig oder was auch immer sind und selber immer mal sagen, oh nein. Und ich habe jetzt so viele operierte Frauen gesehen und ich kann nur sagen, sie sehen einfach noch genauso alt aus, nur operiert. Ja, es sind tragische, verzogene Fratzen ganz häufig und sie tun mir auch richtig leid, weil ich weiß gar nicht, ob eine Frau, die das gemacht hat, das überhaupt noch sieht. Aber ich glaube, dass diese Augen, die hier runterhängen, die gehören zu meinem Gesicht. Und wenn ich mir das jetzt so hochziehen würde oder irgendwas oder das alles wegbotoxen oder irgendwo hier was reinfillen. Aber den Hals finde ich schon manchmal sehr grenzwertig, wenn man manchmal so liegt. Mhm. Also ich habe einen Vintage-Hals, sage ich jetzt immer. Es ist so. Aber Fernsehen macht doch dick, ne? Wie viel Konfektionsgrund? 2? Ich sehe das ja nicht.
Ich weiß nicht, ich sehe das immer nicht. Ich kann mich da weder gut hören noch gut sehen. Also guckst du dich nicht an, oder? Nicht gerne. Mhm. Ich gehe da mit hin und ich muss dabei sein, weil ich auch bestimmte Sachen will, dass das dann drin bleibt. Mhm. Wenn etwas ein bisschen frivoler ist, dann kämpfe ich auch schon mal dafür, dass es drin bleibt. Dann gucke ich es mir auch an. Aber ich würde nie nach Hause gehen und sagen, jetzt kommt meine Sendung, ich gucke die jetzt. Oder? Und ich finde mich auch nie toll, aber ich muss mich darauf verlassen, dass mein Team mich toll findet. Ja, aber die würden es ja auch sagen, wenn es nicht wäre. Ne? Ja, wir sind sehr ehrlich miteinander. Und die sagen dann oft, das würde ich nie nochmal anziehen und so. Das finde ich auch gut. Zieh mal doch wieder dunkel an, ist besser. Mach dir mal eine nochmal schmaler, eine Konfektionsgröße. Wir sind leider am Ende unserer Sendung angelangt. Tut mir leid. Der Weg war so weit. Nein, es war toll. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mit Petra Zundel und mit Ina Müller. Dankeschön.